Our next speaker is a master student from the Netherlands. His name is Daan Sprenkels. He told me that he's maybe the youngest speaker on this. Ja, und damit auch herzlich willkommen aus der Übersetzerkabine. Du hörst gleich, wir sollten unsere Geheimnisse teilen vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Flo und Tribut. And please pull out pen and paper, because this talk is a course, Daan. Holds on his university. Und der Harold sagt gerade, das ist ein Universitätskurs gewesen. Das wird also Noten geben. Legt also euer Papier und euer Bleistifte bereit. Wir sollten unsere Geheimnisse teilen. Ja, danke für die Einführung. Es ist eine Ehre, hier zu sprechen. Mein Name ist Daan Sprenkels. Ich komme von der Radboud-Universität, wo ich einen Forschungsaufenthalt hatte. Und es ging um Shamir Secret Sharing, also den Geheimnisverteilalgorithmus nach Shamir. Und es geht um Shamir Secret Sharing. Das ist aber kein neuer Algorithmus, sondern es geht auch um die Implementierung. Denn ich möchte euch auch einen bestimmten Punkt vorstellen. Also mein Name ist Daan Sprenkels, ich habe an der Radboud-Universität Chemie studiert und nach Chemie bin ich zu Informatik weitergegangen, denn das ist offensichtlich ja besser. Applaus im Saal. On a regular day, I'm currently doing Implementation of an einem normalen Tag implementiere ich aktuell elliptische Kurvenkryptographie. Das ist sehr spezielles Feld, aber ich möchte hier ein paar kryptografische Implementierungen, wie kryptografische Implementierung tatsächlich funktioniert, mit euch teilen. Andere Leute, die hier auch beteiligt sind, ist Peter Schwabe, das ist mein Betreuer, und Sean Moss, der ist Geschäftsführer einer Firma in Taipei. Und die machen Dinge mit Bitcoin und der Blockchain. So, first of all, also als allererstes, ich weiß nicht, wie euer mathematischer Hintergrund ist. Ich würde zuerst mal fragen wollen, wer hat das hier schon mal gehört? Entwickelt nicht eure eigene Kryptographie. Ja, das ist ziemlich gut. Zweite Frage, wer weiß, wieso wir das die ganze Zeit sagen? Okay, so. Ja, also das ist schade, denn das wollte ich kurz erklären. Aber ich wollte eigentlich auch das zweite hier erklären. Also die eigene Kryptographie zu entwickeln ist nicht so einfach. Man kann leicht Dinge falsch machen. Und der zweite Punkt, implementiere nicht deine eigene Kryptographie, da ist es dasselbe. Wir haben gestern in dem Talk von Filippo gesehen, es ist wirklich schwierig, die eigene Kryptographie zu implementieren. Und in dem Fall war es so, dass ein Übertragsflag in der CPU die gesamte Sicherheit kompromittiert hat und in seinem Fall den gesamten privaten Schlüssel rekonstruieren ließ. Und ich werde jetzt hier erklären, wieso es so schwierig ist, eigene Kryptographie zu implementieren. Und daher habe ich den einfachsten Krypto-Algorithmus genommen, das Shamir Secret Sharing eben. Das ist der Inhalt meines Talks. Ich werde über die Theorie sprechen, was Shamir Secret Sharing ist, wie man das auf Papier machen kann, und dann in die Implementierung reingehen. Ich denke, das hier ist ein besserer Überblick über meinen Talk. Ich werde mich bemühen, den ersten Teil sehr einfach verständlich zu machen. Der zweite wird vielleicht weniger einfach zu verstehen sein, aber ich denke, jeder, der hier ist, kann dem ganzen Talk leicht folgen. Also zum ersten Teil. Wir haben das Problem, also viele Leute halten das nicht wirklich für ein Problem, aber wenn ihr einen Schlüssel besitzt, und ich nehme mal als Beispiel ein Bitcoin-Wallet, denn Bitcoin ist ja ein aktuell sehr hippes Wort und alle kommen zu einem Talk, wenn man das im Abstract ein-, zweimal erwähnt. Dann kommen alle zu dem Talk. Und ihr habt diesen Bitcoin-Schlüssel und ihr wollt den sicher halten, denn da sind Zehntausende Euros im schlimmsten Fall. Und
das sicher machen bedeutet zwei Dinge. Das erste ist, dass niemand jemals diese Geheimnisse kompromittieren kann. Also das Geheimnis muss geheim sein. Und die andere Sache ist, man möchte das Geheimnis auch nicht verlieren, denn wenn man das Geheimnis verliert, dann ist das Geld auch weg. Und der offensichtliche Weg, wie man diese Schlüssel in den Backup legen kann, ist, einen der Schlüssel gibt man an die Bank und man hebt es auf einem Stück Papier auf. Oder man gibt es jemandem, dem man sehr gut vertraut, also Ehepartner oder Anwalt. Aber dann gibt es so eine Sache, die Single Point of Failure heißt, also einzelner Punkt, an dem Dinge schiefgehen können. Und das Problem damit ist, es können eben Dinge sehr einfach schiefgehen. Und der Ausweg stattdessen, dass man es einer Person gibt, also wir wollen es nicht einer Person geben, denn eine einzelne Person, das kann fehlschlagen. Zum Beispiel, weil ein Haus abbrennt, in dem das Stück Papier eben aufbewahrt werden wurde. Sondern stattdessen wollen wir das Vertrauen aufteilen in kleine Teile und wir wollen diese Teile einer gewissen Entität geben, einer Person, denen wir vertrauen, dass sie das sicher aufbewahren. Und Shamir Secret Sharing löst das Problem. Aber schauen wir uns erst ein paar einfache Beispiele an, wie wir das ganz einfach machen könnten. Und die erste Idee, wir haben zum Beispiel einen Schlüssel, der ist vielleicht 30 Zeichen lang. Und wir nehmen einfach nur die ersten 10 und die zweiten 10 und dann die dritten 10. Und wir geben die ersten 10 einer Person und die zweiten 10 einer Person und so weiter. In dem Fall von kryptografischen Schlüsseln, also zum Beispiel dem Schlüssel zu eurem Bitcoin-Wallet, wenn man die ersten zwei hat, dann ist es relativ leicht, den Schlüssel einfach auszuprobieren, bis man die letzten 10 gefunden hat. Das ist also nicht wirklich sicher. Und ein sicherer Ansatz, der noch theoretischer ist, wäre so eine One-Time-Pad-Konstruktion zu benutzen. Und das funktioniert so, dass man einen zufälligen Schlüssel erzeugt. Und dieser Schlüssel wird benutzt, um ein Geheimnis zu entschlüsseln. Und bei uns, in unserem Fall, können wir zwei Anteile generieren, A und B, und die sind beide zufällig generiert. Und diese zufällig generierten A und B benutzen wir, um einen dritten Anteil zu erzeugen, indem wir die XOR-Operation benutzen, von M, A und B, und M ist eben das Geheimnis. Und um das Geheimnis zu rekonstruieren, können wir die XOR-Summe von A, B und C erzeugen. Denn wir wissen, das funktioniert, denn C war ja XOR von M, A und B, und die A und B heben sich gegenseitig auf, und dann kriegen wir M zurück. Aber hier haben wir nur dieses Problem mit dem Single Point of Failure, also mit dem einzelnen Punkt, bei dem Dinge schiefgehen können, gelöst. Wir wissen immer noch, dass, also wenn wir das machen, wird das Geheimnis sicher bleiben. Aber wenn wir jetzt einen dieser Teile verlieren, dann ist das Problem nicht gelöst. Dann haben wir wieder, also wenn wir ein Backup erstellen wollen, wenn das Problem, das wir lösen wollen, ist, dass wir den Schlüssel möglicherweise verlieren, dann löst es gar nichts. Also wir wollen was Besseres haben. Und es gibt was Besseres, und wir hatten das in den letzten, also 40 Jahre lang gibt es das schon, und das ist vor Adi Shamir ist das veröffentlicht worden, vor 40 Jahren, und das ist ein Grenzwertschema, und das bedeutet, dass wir eine gewisse Menge von Teilen verteilen können, und wir können eine Zahl wählen, die notwendig ist, an Anzahl von Teilen, die notwendig ist, um das Geheimnis wiederherzustellen. Das heißt, wir brauchen nicht alle Teile, um das Geheimnis wiederherzustellen, sondern wir können einfach 5 Teile verteilen und sagen, 3 davon sind genug, um das Geheimnis herzustellen, und 1 oder 2 Teile dazu verlieren, ist dann kein Problem mehr. Und dieses Schema ist auch beweisbar sicher.
beweisbar. Sicher ist ein Name, den ich nicht mag. Das der bedeutet eigentlich nichts, deswegen sage ich sicher im Sinne der Informationstheorie, was ein besserer Ausdruck ist, denn das bedeutet, wenn du nicht genug Teile hast in diesem Fall, dann bist du nicht in der Lage, das Geheimnis wiederherzustellen. Und das ist nicht wie Verschlüsselung, wo der Schlüssel unbekannt ist und man kann jeden Schlüssel ausprobieren und einfach der Schlüsselraum ist so groß, dass das unmöglich ist, sondern in diesem Fall, selbst wenn wir hier unmöglich, also beliebig viel Macht hätten, also beliebig viel Computer zur Verfügung hätten, dann wären wir trotzdem nicht in der Lage, das Geheimnis zu rekonstruieren. So, this implies also, und das bedeutet auch, dass das sicher ist gegen Quantencomputer, denn das mehr Rechenpower bringt uns hier überhaupt nichts. Also hier ein Beispiel. Ich habe eine geheime Nachricht, mein geheimer Schlüssel M, und ich möchte den verteilen bei meinen Freunden, damit die nur ihren Anteil haben, mit dem sie nichts anfangen können, aber ich kann das ursprüngliche Geheimnis wiederherstellen, falls ich das zu irgendeinem Zeitpunkt verliere. Das heißt, ich verteile 5 von diesen Teilen, ich rechne die aus, und dann hat jeder meiner Freunde hat so einen Teil und ich brauche die möglicherweise irgendwann in der Zukunft und dann frage ich, hier, gebt mir mal eure Teile wieder. In diesem Fall hat einer meinen Teil nicht zurückgegeben, entweder weil er böse ist oder weil er ihn verloren hat. Und das bedeutet, in unserem Fall können wir das wiederherstellen. Also am Anfang hatte ich ja den Grenzwert auf 4 gesetzt. Und in diesem Fall reichen also 4 Teile, um mein Geheimnis wiederherzustellen. Ich benutze diese 4 Teile und ich berechne mein Geheimnis wieder und ich kriege meine ursprüngliche Nachricht M zurück. Was ist also leicht zu verstehen, wenn man sich das anschaut. Und jetzt schauen wir uns kurz noch die Mathematik an. Die Mathematik ist relativ unterhaltsam. Die Notation ist schwierig zu verstehen, aber ich werde es euch trotzdem zeigen. Um ein Grenzwertschema, wo wir N Teile verteilen wollen und der Grenzwert, um es wieder zusammenzubauen, ist K, dann konstruieren wir ein zufälliges Polynom mit Grad K minus 1, das heißt A mal x bis hoch k minus 1 bis runter zum niedrigsten Koeffizienten. Und statt dass wir den niedrigsten Koeffizienten zufällig wählen, wählen wir den niedrigsten Koeffizienten als unsere geheime Nachricht. Das ist in dem Fall einfach nur eine Nummer. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Polynom P erzeugt und wir erzeugen Punkte auf diesem Polynom. Also für x ist gleich 1, x ist gleich 2 und so weiter bis n. Und dann verteilen wir diese Punkte als Teile und wir verteilen diese Anteile so, dass wir am Ende aus diesen Punkten das Geheimnis wiederherstellen können. Und in unserem Fall, wenn wir dieses Polynom haben, wenn wir alle diese Koeffizienten haben, dann haben wir auch den niedrigsten Koeffizienten natürlich, also die Nachricht m. Und wir nehmen jetzt also diesen Punkt und wir können ein Gleichungssystem erzeugen, wie damals in der linearen Algebra-Vorlesung. Und wir können dieses Gleichungssystem lösen, indem wir die x- und y-Werte einsetzen. Und wenn wir genug Punkte haben, dann können wir das originale Polynom zurück ausrechnen. In der Praxis benutzen wir die sogenannte Lagrange-Interpolation. Das könnt ihr euch auf Wikipedia anschauen, was das ist, aber es ist leichter zu erklären, deswegen erkläre ich es damit. Es ist vielleicht schwer zu verstehen, aber ich habe auch Bilder für euch. Zuerst nehmen wir 42 als geheime Nachricht, selbstverständlich, was sonst? Und dann erzeugen wir ein zufälliges Polynom. In dem Fall ist unser erster Koeffizient 4, unser zweiter ist minus 25. Das heißt, wir hatten eine schöne Parabel und auf dieser Parabel wählen wir jetzt Punkte. Also in diesem Fall 4 Punkte. Und wir haben gesehen, 3 Koeffizienten, das heißt, der Grenzwert ist 3. Und wir sehen, dass wenn man jetzt nur 2 Punkte hat, um das zu rekonstruieren, dann kann man nur
Also man könnte eine Gerade generieren, dann erzeugt das auf dem niedrigen Koeffizienten einen zufälligen Wert, der aber eben nicht das Geheimnis liefert. Aber wenn man den dritten Punkt dazu kriegt, kann man die Parabel rekonstruieren, x gleich 0 einsetzen und man erhält die Nachricht. So, das heißt, dieses Gleichungssystem hier zu lösen, das setzt man einfach die x- und y-Werte ein und dann kann man das auf einem Stück Papier lösen. Das könnt ihr wahrscheinlich alle in 5 Minuten machen und dann kriegt ihr die Nachricht, die ist 42 zurück. So, is this all good? Well, ja, das ist also alles super, aber wir wissen, es ist sicher im Sinne der Informationstheorie, aber es kann aber doch was schiefgehen. Denn das ist zwar, was die Geheimhaltung betrifft, sicher. Das heißt, wenn das Geheimnis geheim ist, dann wird es auch weiterhin geheim bleiben. Aber niemand hat gesagt, dass man das Geheimnis nicht vielleicht ändern könnte. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das hacken. Wir hätten gern so einen Teil einer der Personen und wir wollen diesen Anteil verändern. Das sieht vielleicht aus wie der originale Anteil, aber es führt auf ein anderes Geheimnis. Also wenn wir hier zum Beispiel ein Polynom vom Grad 1 haben, also einfach eine Gerade, dann nehmen wir 2 Punkte auf dieser Gerade und wenn wir einen anderen Punkt generieren, und eine neue Gerade durch diesen Punkt malen, dann kriegen wir einen neuen Punkt. Also wenn ich zum Beispiel einen bösartigen Teil zurückliefere. Und wenn ich keine Informationen über das originale Geheimnis habe, dann kann ich auch diesen Punkt wählen. So, how to solve this? Well, wie kann man das jetzt lösen? Und ich werde da nachher nochmal drüber sprechen. Das erste ist, ich wusste, dass der andere Punkt, der auch verteilt wurde, bei x gleich 2 lag. Das heißt, es gibt mir Informationen, wie kann ich diese bestimmte Steigung hier wählen, um meinen neuen Wert zu wählen. Und ich wusste auch was über das originale Geheimnis. Aber wir hatten ja angenommen, dass das Geheimnis geheim ist. Aber das ist ja vielleicht nicht immer der Fall. Also ich wusste was über das originale Geheimnis. Das heißt, die Lösung wäre, dieses Geheimnis zufällig zu wählen. Aber die Frage ist, na gut, aber ich meine, dann kann ich ja nichts teilen, wenn das Geheimnis zufällig ist und da reden wir nachher drüber. Fangen wir mit Teil 2 an. So, this was my introduction. Das war jetzt die Einführung und jetzt kommen wir zur Implementierung und das ist der Punkt, an dem die meisten Kryptografen aufhören zu sprechen. Weil wir haben dieses schöne Schema und es funktioniert und wir wissen, wie wir es anwenden können und jetzt ist fertig. Implementation ist Magie, die ist einfach, lassen wir weg. Und als ein Kryptografie-Ingenieur möchte ich hier den Punkt machen, dass die Implementation nicht der einfachste Teil dieses Prozesses ist. Die Geschichte ist, Bitmark, die Firma in Taiwan, hat uns gefragt, wir möchten eine Library für Secret Sharing haben. Wir haben gefragt, ja, wie möchtet ihr das? Und sie sagten, wir möchten das überall brauchen können, auf allen Plattformen, auf Android, auf iOS, vielleicht auf Microcontrollers irgendwann in der Zukunft. What libraries are out there? Wir dachten uns, welche Bibliotheken gibt es da? Es gibt SSS und GFShare. Das sind die beiden beliebtesten. Und wir haben uns den Code angeschaut. Wir brauchten einen Code, der wirklich, wirklich sicher ist und auch gegen Seitenkanalangriffe resistent ist. Und dieser Code lässt sich entweder nicht gut auf andere Plattformen portieren oder hat Cache oder Timing-Probleme. In unserem Fall war das nicht akzeptabel. Das heißt also, ich will nicht sagen, dass diese Libraries schlecht sind, die sind gut, die haben guten Code, aber für unsere Anforderungen waren sie nicht die richtigen Wahl. Ja,
We're going to implement this thing ourselves. Gut, also wir and müssen es selber bauen. Four challenges that I've had gut. With my implementation. Und ich habe vier Herausforderungen and ausgewählt, die ich mit meiner Implementation hatte. Und das waren nicht die einzigen Herausforderungen, es gab viele andere. Aber ich denke, diese vier sind die besten, um aufzuzeigen, wo die Herausforderungen in kryptografischen Implementationen liegen. Das erste ist das Integritätsproblem aus der letzten Folie vom vorherigen Teil. Das zweite Problem ist, wie wir die Werte encodieren, denn wir haben einfach Werte und nicht Bytes und nicht Integer. Wir müssen also etwas haben, um damit zu rechnen. Das dritte Problem ist, wie wir Seitenkanalangriffe vermeiden. Und das vierte ist, wie machen wir, dass das Ding schnell läuft am Ende, weil ich mag schnellen Code. Und ich mag Herausforderungen in der Optimierung von Code. Der erste Teil, das Integritätsproblem. Wir könnten entweder diese X-Werte randomisieren oder die Geheimnisse randomisieren. Und die X-Werte sind nicht wirklich einfach randomisierbar, weil wir müssen wirklich große X-Werte wählen. Und das würde die Berechnung deutlich verlangsamen. Die Sicherheit nimmt mit der Anzahl Teile, die wir verteilen, ab. We just randomize the stuff that goes in the algorithm. Das heißt, then we've got a really random polynomial and wir versuchen den so zu randomisieren, was in den Algorithmus geht, which is called hybrid encryption. Mal. Stattdessen nehmen wir hybrid encryption und statt die Nachricht direkt in das Schema einzugeben, generieren wir einen randomisierten Schlüssel, den wir durch dieses Schema durchschleusen können und nutzen diesen Schlüssel dann, um unsere Message zu verschlüsseln. Mit diesem Vorgehen müssen wir also keinen Text durch diesen Algorithmus durchschleusen, der eigentlich für Zahlen vorgesehen wäre. Und was noch wichtiger ist, wir können eine zufällige Zahl durch einen Algorithmus schleusen, der für zufällige Zahlen gemacht ist. So funktioniert das. Wir verschlüsseln also das Secret mit einem zufälligen Schlüssel und nehmen dann die Key-Shares, kombinieren daraus den originalen Schlüssel und nutzen diesen Schlüssel, um die Message, den Ciphertext, zu entschlüsseln. Und damit kommen wir auf die Message zurück. Die zweite Herausforderung. Wie encodieren wir unsere Werte? Es könnte ein bisschen schwer zu verstehen sein, wenn ihr für the finite fields arithmetic stuff, but it essentially boils down to this. Für Leute, die noch nicht mit der Materie befasst haben. When we're working in computers, we cannot use any numbers. Wir können nicht einfach alle Zahlen mit Computern verwenden. Signed integers or bytes or etc. Wir sind eingeschränkt und können nur markierte Integer oder Bytes oder etwas Ähnliches verwenden. Was wir wollen, ist eine Struktur, eine mathematische Struktur, in der wir berechnen können, indem wir Zahlen berechnen können. Und wir wollen unseren originalen Schlüssel nehmen, den in dieser Struktur abbilden. Was wir da normalerweise in der Kryptographie machen, ist, normalerweise nehmen wir eine riesengroße Primzahl und rechnen dann modulo dieser Primzahl. Das funktioniert sehr gut für Situationen, wo wir eine Primordnung brauchen. Aber in diesem Fall ist das keine Anforderung. Also können wir eine andere Struktur verwenden, eine mit genau 256 Elementen. Eine solche Struktur, die genau 256 Elemente hat, können wir in einem Byte abbilden. Ein Byte, das auf jede dieser Zahlen zeigt. Für die Mathematiker, was wir nutzen, ist ein endliches
And you'll see later on that this allows us to do a really, really powerful Körper, auf dem wir jede dieser Zahlen abbilden können. And it boils down to the fact, und so können wir die Berechnung deutlich optimieren. Separately in our key, then we can just am Ende bedeutet das, dass wir, wenn wir jedes Byte in diesem Schlüssel separat haben, dann können wir den Algorithmus für jedes Byte ausführen. We will secret share. Und für jedes dieser Bytes können wir das Secret Sharing ausführen und können den Prozess parallelisieren. Da werde ich euch nachher darauf eingehen, wie wir das machen. Aber erstmal, Regeln der kryptografischen Implementation der Software. Seitenkanalangriffe sind Angriffe, die nicht auf den Output eines Algorithmus gehen. Also nicht, ich packe was in den Algorithmus rein und schaue, was rauskommt und weiß dann, was er getan hat, sondern die funktionieren anders. Statt den Output nehmen wir eine Eigenschaft des Algorithmus, eine Eigenschaft, die wir messen können. Das beste Beispiel ist das Timing. Wir können messen, wie lange ein Algorithmus läuft. Und wir wissen, wenn ein Schlüssel an eine 1 an einer bestimmten Position enthält und dann der Algorithmus länger dauert, dann können wir messen, wie lange der Algorithmus läuft. Und wenn er eine lange Zeit läuft, dann wissen wir, ach, dort ist eine 1. Und wenn er schnell läuft, dann wissen wir, dort ist wahrscheinlich eine 0. Das können wir iterativ tun, wieder und wieder. Und mit einer großen statistischen Werkzeugkiste Tests laufen lassen. Und damit wird es manchmal echt einfach, einen Algorithmus zu knacken. Das heißt, das erste Tool gegen Seitenkanalangriffe ist, wir dürfen nie Entscheide treffen in einem Algorithmus. Nie keine Branches eingehen. If Statements sind verboten, else Statements sind verboten, Switch Statements are forbidden, etc. Switch und so weiter, alles verboten. So the second one is similar to the first one. Das zweite ist verwandt mit dem ersten, hat aber einen spezifischen Trick. Es war ein Cache-Timing-Angriff. Wir nutzen den Fakt, dass wenn wir etwas aus dem Speicher lesen, das Timing anders ausschauen könnte, als wenn dieses Element schon im CPU-Speicher ist. Und das kann ein riesiger Unterschied sein. Und da kann es richtig hässliche Verwundbarkeiten geben. Das dritte ist, wir dürfen keine Instruktionen benutzen, die variable Zeitanforderungen haben in der CPU. Bei Intel-Prozessoren ist das zum Beispiel Division, die oftmals einen variablen Zeitraum beansprucht. Und wenn man sich zum Beispiel die Spezifikationen älterer CPUs anschaut, dann sind teilweise auch Instruktionen wie Multiplikation betroffen, die variable Zeitanforderungen haben. Das bringt mich auch zu meinem letzten Punkt. Also wie tun wir sowas in einer High-Level-Sprache wie zum Beispiel C? Und wie können wir das schnell tun? Und das tun wir durch Bit-Slicing. Das ist eine richtig geniale Technik. Wir haben also alle diese Bytes und teilen diese Bytes separat. Was wir jetzt machen können, ist parallelisieren über diese Bytes. Und ihr erinnert euch, eine CPU besteht nur aus logischen Instruktionen, richtig? Was wir also machen können, ist multiplizieren und hinzufügen mit logischen Operatoren. Also was wir jetzt tun, ist, wir nehmen diese Bytes, wir nehmen das erste Bit von jedem dieser Bytes und packen es in ein Register. Und dann nehmen wir das zweite Bit jedes dieser Bytes und packen es in ein anderes Register und so weiter. Am Ende werden wir 8 verschiedene Register gebraucht haben, dort alle Bits dieser Bytes verteilt haben. Und jetzt implementieren wir diesen Algorithmus, statt mit normalen Operatoren wie Division, Multiplikation. Jetzt können wir nur logische Bitwise Operators benutzen.
Bitwise XOR and also nur Bitwise OR. And remember, and like, this XOR is und OR. A full adder. Was ihr hier seht, ist ein kompletter Adder für zwei Bits. A really small part of das ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil davon, wie eine CPU zwei Zahlen zusammenzählt. So das ist ein Beispiel, wie man sowas we'll machen kann. Make this whole thing inside these kind of circuits. Und das werden and wir jetzt... Das ganze Ding werden wir innerhalb dieser Schaltkreise abbilden, in einer 32-Bit-Plattform, damit es also auch zum Beispiel auf älteren ARM-Devices läuft. Und wenn wir eine viel größere Berechnung haben, dann haben wir auch den Parallelisierungsfaktor von 32. Und das führt dazu, a 64-Bit-Plattform, dass wir Performance-Gewinn haben. Das hier ist eine 32-Bit-Plattform. Wenn wir eine 64-Bit-Plattform haben, dann haben wir 64-fache Parallelität. Es funktioniert auch mit AVX 2 oder 512. So, in the end, we've got this overview of how we. Damit haben wir am Ende diese Übersicht. Wie wir das implementieren können. Wir nehmen also dieses wirklich zufällige Konstrukt, diese Zahl. Das ist eine andere Herausforderung, über die ich heute nicht sprechen werde. Wir generieren einen zufälligen Schlüssel. Wir verschlüsseln mit diesem Schlüssel die geheime Nachricht. Und dann nehmen wir diesen Schlüssel und bitslicen den. Can compute our damit secret wir, shares, damit unsere secret shares parallel berechnen können. When we're done with these computations, we actually have to undo the bit slice operation. Und wenn wir mit dieser Berechnung durch sind, dann müssen wir die bit slice Operation wieder umkehren. Restoring the original secret, und damit haben wir unsere shares. Und um das secret wieder rauszubekommen, funktioniert das Ganze genau den anderen Weg rum. Wir nehmen die shares, bit slicen sie. Haben damit unsere Share Values, Share Werte, machen damit eine Lagrange Interpolation, kehren das Bit Slicing wieder um und nutzen diesen Schlüssel, um die originale Message zu entschlüsseln und zu verifizieren. The performance of this thing is quite good, I think. Die Performance von dieser Implementation ist ziemlich gut, denke ich mal. Kind of bad das hier benchmarks because sind I did ziemlich not make schlechte that, Benchmarks, like proper and weil ich sie nicht, well, nicht wirklich sauber durchgeführt habe. Ich habe really diese Präsentation gemacht, ein paar Benchmarks dafür gemacht, also nicht wirklich detailliert. Aber eine enge C-Schleife geht ungefähr 10 Mikrosekunden. Die anderen auch ungefähr 10 Mikrosekunden. Ich habe keine Ahnung, wieso die Rust-Bindings schneller sind. Wenn jemand eine Idee hat, wieso, dann sag mir das bitte. Aber am Ende bedeutet das ungefähr 100.000 Calls jede Sekunde, die wir machen können. Das ist locker genügend Performance, mehr brauchen wir nicht. Aber wenn wir mehr brauchen, dann, was mir aufgefallen ist, ist, über die Hälfte der Zeit wird im Verschlüsselungsverfahren benutzt und nicht im Secret-Sharing-Algorithmus. Also, um das weiter zu verbessern, könnten wir eine andere Verschlüsselungsverfahren verwenden. Wir verwenden TweetSalt, was wirklich gut ist, sehr portabel ist, aber es ist nicht auf Performance optimiert. Da könnten wir mehr rausholen. So, in the end, stuff that could have gone wrong. Am Ende, Dinge, die falsch hätten laufen können. Well, this is something that we as cryptographers often see. Das ist etwas, das wir als Kryptografen oft sehen, zum Beispiel auf Stack Overflow. Leute denken, dass wenn man ein Geheimnis verschlüsselt, dass es damit die Integrität gesichert ist. Weil wenn es verschlüsselt ist, dann wissen Leute nicht, wie man es verändern kann und wissen nicht, was man damit machen könnte. Aber das ist falsch. Integrität hat man nur dann zugesichert, wenn man eine Message Authentication, eine Nachrichtenauthentisierung hat. Das Zweite, was falsch hätte laufen können, sind Timing-Angriffe. Timing-Angriffe sind Verwundbarkeiten, die wirklich oft in Implementationen sind.
heißt, die Menge von Kryptografie-Ingenieuren in dieser Welt ist vielleicht ein bisschen zu klein. Sonst hätten wir Constant-Time-Krypto-Implementationen in verschiedenen Libraries, die wir, denke ich mal, nicht haben. Wir hätten wahrscheinlich dann auch keine Timing-Leaps in GCrypt, die letztens im May the 4th be with you Paper veröffentlicht wurden. This is kind of a problem. Das ist ein Problem. Das letzte Problem ist in Armory. Das ist ein hochsicheres Bitcoin-Wallet. Armory hat Shamir Secret Sharing implementiert. Was sie aber nicht gemacht haben, ist, dieses Polynom ist nicht komplett zufällig generiert. Und das führt zu ziemlich bösen Verwundbarkeiten in ihrer Implementation. It's kind of dangerous terrain to. Es ist also ziemlich gefährliches Gebiet, solchen kryptografischen Code zu implementieren. Gut, hier ein Sidetrack. Biegen wir mal ab. Das ist etwas, das die meisten Programmierer, nicht nur Kryptografen, sondern wirklich die meisten Programmierer, denken über ihre Tools. No, macht, and was ihr wollt. I think it's important to ask ourselves, we have built this software. Ich denke, es ist wichtig, dass als Entwickler wir uns fragen, wir haben diese Software gebaut, was tut sie, was, wofür soll sie benutzt werden? Kann sie von Leuten mit bösen Absichten genutzt werden? Für Leute, die nicht, sie nicht an die Regeln halten wollen. Und ich erwähne das hier, weil ich denke, die meisten Programmierer, die a bit more about this sollten sich das sometime ein bisschen mehr überlegen. In our case, in unserem Fall, we distribute secrets, verteilen wir Geheimnisse an die Massen. And we distribute secrets, und wir verteilen Geheimnisse trusted people and an stuff vertrauenswürdige Personen. So, really und so. Ich denke nicht, dass hier ein böswilliger Nutzer das für viele böswillige Zwecke verwenden kann. Power is most of the time centralized. Die Macht ist oft zentralisiert und mit diesem Tool kann man den größten Teil der Zeit diese Macht dezentralisieren. Aber der wichtigste Punkt ist, dass wir verantwortlich dafür sind, was für Software wir schreiben. Und wenn wir eine kryptografische Bibliothek schreiben oder wenn wir Testing-Code für Volkswagen schreiben, we are responsible for stuff that happens with it. Sind wir dafür verantwortlich, was damit gemacht wird. To get back, I'll show you a small demo. So, damit kommen wir zurück zum Thema und fangen wir an mit einer kurzen Demo. So, I have installed my secret sharing tool. Ich habe dieses Geheimniszeug installiert. Yeah, I'll try to. Oder ich versuche es zu machen. Can we use plus? No, we cannot use plus. Konnten wir uns plus nutzen? Ah, nicht? We can use plus. Ja, können wir. Okay. How does this work? Wie funktioniert das denn? Let's make us 5 secrets. Lass uns 5 restoration thresholds. Geheimnis machen. Phew. What's my secret? Was sind meine Geheimnisse? Yeah, I don't know. Ja, aber nein. So, we've got a couple of secrets here. Wir haben ein paar Geheimnisse. Das ist die dritte hier. Paste this into my, into my restoration script. Into meine Script. So we start with. So I'll ditch the first one, and I'll take the second one up to the fifth one. Wir nutzen nicht die erste, wir nutzen nur dieses zweite bis die fünfte. Und Applaus im Saal. Yes, Demogods. Okay, so
In the beginning of the talk, I said to you, do not implement your own crypto. Wir haben gesagt, don't implement your own crypto. Well, I hope that you may have seen a couple of reasons. Ich hoffe, ich habe ein paar Gründe gesehen und ich habe gegeben dir ein gutes Gefühl, warum das ist eigentlich schwer zu machen. And so I'll say to you, deswegen please sage do euch, implement your own crypto. Bitte try to implement crypto. Try to understand how the crypto works. But if you're not really sure, if you're not 100% sure about what your implementation does, 100% sicher and if ist, your implementation is secure against every attack factor, if it's, I don't know, maybe side channel resistance, or checking that single carry bit wenn das single in the carry single bit ist flag sicher register, oder nicht. Then put a big warning in aber bold-faced letters at the top Warnung of your README saying, hey guys, vorne in a README file und sagt, academic code, hey Leute, guck mal, das ist nur akademischer Code aus dem Uni worked, und really die haben sure nur genutzt, das selbst zu nennen. Und die haben nicht weit geguckt, please mit Ad-Cryptographers zu nutzen. Bitte nicht really nutze das secure, für well, deine wirklich hochsichere Application dabei. So, that's it. Das ist alles. These are some people I want to thank. Wir wünschen die folgenden Leute and zu danken. My slides can be on my website. Can be meine found Folien on my website. Sind in I've website. Done some extra reading for you ich if you'd like auch to weitere have some. Lesung für euch. I forgot to register ich my DECT extension. Meine DECT extension one does not work. Dieses hier hat den Folio nicht so funktioniert. That's it. Deswegen das ist alles. Do you have any questions? Haben Sie euch Fragen? Dan Sprenkels, thank you very much. Thank you. Any questions? Please feel free to assemble behind the microphones and I will put you through then. Let's start with number three. How do you make sure you didn't make an implementation mistake? Do you have unit tests? Wie sind Sie sicher, dass es keine Fehler bei deiner Implementation gemacht? That's the terrible thing das, is that das in a cryptographic implementation schlimme an kryptografischen well, Implementationen. Klar, ich habe Unit Tests. Aber Unit-Tests lösen nicht alle deine Probleme, weil der Schlüsselspace ist so groß, dass man nicht alles testen kann. Im Fall meiner elliptischen Kurvenimplementation, das Einzige, was ich dort tun kann, ist, dass jede einzelne Funktion, dass ich jede einzelne Funktion beweisen kann. Das ist fehleranfällig. Ich bin nicht 100% sicher, dass meine Implementation keine Fehler enthält. Ich habe sie geprüft. Andere Leute haben sie für mich geprüft. Ich bin ziemlich sicher, aber am Ende, nein, ich bin nicht 100% sicher. Und ich denke, das ist das Problem mit allem security-relevanten Code. Microphone number 4, please. First of all, thank you for the interesting talk. Vielen Dank One für die interessante Vorlesung. Eine Frage noch. I've seen from your demo that ich habe gesehen, the Cypher, mit der Verfügung, the actual, shares dass mit dieses quite a bit larger Vorteilen, than the original text. Das ist eigentlich größer als der ursprüngliche Text. The number of or the number of bytes information sind die scale with Nummer the number von Bytes von den Implementieren, ist das skalierbar? Required shares. Mit dem okay. Required shares. So, I'll get back to this slide. Also, ich gehe zurück zu dieser Folie. What we do here is we was have wir hier this encryption tun, key. Ist, wir haben diesen Schlüssel. Point, wir haben diesen Punkt, diesen so X-Wert. We have to add one single was wir value for x, machen müssen, ist, wir haben einen einzelnen bytes, Wert für x. Wir arbeiten also mit Bytes. Das sind 1, 2, 3. Das wird das erste Byte unseres Shares sein. Und dann nehmen wir diesen Schlüssel. Und dieser Schlüssel muss zufällig generiert sein. Und dieser Schlüssel, in unserem Fall nehmen wir SALSA 20 als Verschlüsselungsalgorithmus. Der nutzt einen 256-Bit-Schlüssel, also 32 Byte. So in the end we only have 33 bytes. Am Ende haben wir so 33 Bytes, die zu unseren Shares dazugerechnet werden. Like the amount of shares that we generate and the threshold
die Menge der Shares und der Grenzwert werden immer dieselbe Anzahl Bytes für jedes Share berechnen. Interessanterweise, von den Shares selbst ist nicht erkennbar, was der Grenzwert ist. And we have a question from our IRC chat. Wir haben eine Frage von First of all, Gailas is saying on Twitter, thank you for losing LaTeX, so I just forward this. There's a big discussion on the IRC how to defend against social engineering. What if some of the shareholders evilly plot against you, and are there any ideas to remedy this issue? Yeah, that's a good question. Eine gute Frage, wie ich mich gegen Social Engineering schütze. Das ist etwas, das ich für mich selbst nicht lösen kann, weil ich kontrolliere nicht das Umfeld der aller Personen. Meine Empfehlung in der README ist, mach dir 5 Shares und setze den Grenzwert auf 4, aber ich weiß nicht, ob das sicher ist. In deinem Fall, du musst dich selbst entscheiden, wem du vertraust, wem du mit deinen Geheimnisanteilen vertraust. Also ich kann dir diese Frage eigentlich nicht beantworten. Okay, Microphone number 2. A question about the integrity problem. Eine Frage exactly für die Integrity-Problem. Wie kann dieses Verschlüsse so egal gehen, wie Hilfe mit dieses secret. Problem? Ah, yeah, that's a good question. Ja, eine gute Frage. So here we actually could spoil the secret because könnten wir das Secret eigentlich verpfuschen, weil das originale Secret war ein Wert, den wir kannten. And what this does is it randomizes the value that comes out of any tampered secret. Den Wert, der aus dem Secret rauskommt. Also wenn wir mit dem Share an dem Share rumfuschen, dann ist der Wert, der aus dem Scheme rauskommt, komplett zufällig, weil der originale Wert komplett zufällig wäre. Was unser Algorithmus tun wird, ist in SALSA 20, Poly 1305 Verschlüsselung, in diesem Entschlüsselungsschritt wird es den Authentisierungstag der Verschlüsselung scheitern und entsprechend sagen, die Rekombination konnte nicht gemacht werden. Der Schlüssel ist ungültig. Und es wird einfach Nein sagen, das funktioniert nicht. Mic one, please. Hello. It's similar to a previous question, probably, but das ist ähnlich so eine andere Frage. My huge Bitcoin wallet. Lass mich nehmen, ich suche so sicher meine Bitcoin-Wallet. Would it be an option to, ist das möglich, dass ich vermeide, dass drei von meinen Freunden von mir eigentlich teilen zusammen und dann nimmt das weg von mir? But then you also have the larger problem of dann hast du natürlich auch das größere Problem, wenn Shares verloren gehen, wenn das ein Risiko für dich ist, dann, ja, das ist der Trade-off. Also, eine kleine Anekdote. Ein Beispiel, wenn du dein Bitcoin-Wallet hast und du möchtest, dass deine Verwandten dich beerben können, dann kannst du deine Anteile unter deinen Familienmitgliedern und Menschen verteilen, dass damit, wenn du stirbst, die dein Geheimnis rekonstruieren können und dann damit deinen Bitcoin-Wohlstand zugreifen können. Aber in diesem Fall, wenn du ein System hast, wo du die meisten Shares hast, dann in dem Fall hast du den Fakt, dass wenn du diese Anteile verlierst, dass du damit möglicherweise auch das ganze Secret verlierst, was möglicherweise das ist, was du möchtest. Dodik is asking, if you're separating the message into individual bytes and then applying SSS for each byte separately, doesn't it suffer from the similar problems as the electronic codebook mode in Stream Ciphers, namely that data patterns are not hidden? Wenn die Data Patterns sind hidden. So that's also
Das ist auch der Grund, wieso wir dieses hybride Schema verwenden. Mit diesem hybriden Schema, das hybride Schema läuft auf dem ganzen Block, der ganzen Message. Und das Secret Sharing funktioniert auf den einzelnen Bytes, weil es dort keinen zufälligen, kein Muster drin hat, weil wir einen komplett zufälligen Schlüssel verwenden. Well, I come from a field which is ich komme aus einem Bereich, das ist ähnlich zu dieses Thema, wir haben hier, das ist Error Correction Codes. Well, in my field in there are a lot of Error Correction Codes, and for instance, there is a Low Density Parity Check Code, which can be from my point of view, of course, in a way hacked to make a similar gehackt. Implementation. But have you considered it other codes? So, I did. And the reason die Frage war, ob du überlegt hast, Fehlerkorrekturcodes anzuwenden. Und die Antwort ist, wir haben das nicht getan für Security-Anwendungen, weil SASE 20 Pulley 1305 schon da war. Wenn ich das in einem ausführlichen Weg machen würde, Shamir Secret Sharing ist nicht das einzige Grenzwertschema. Es gibt auch zum Beispiel Feldman Verifiable Secret Sharing und es gibt auch Peterson Verifiable Secret Sharing. Und das sind beide Secret-Sharing-Schemata, die das Integritätsproblem lösen. Aber sie sind ein bisschen komplexer. Wahrscheinlich hätte ich eines davon verwendet, wenn das eine Anforderung gewesen wäre. Great talk. And sehr gut gemacht. Implementations. Could you go a bit für Implementieren. The relationship between konnten Sie weiter erklären, die Optimisieren besiegen für die Compilers und was wir tun als Programmieren tun für selbst und unsere Probabilities allgemein. Hassen Sie Compiler-Developers? So, yeah. Also, ja, Compiler machen manchmal Annahmen, die für normalen Code zutreffen, aber wenn ich meinen C-Code schreibe, dann meine ich es. Nein, also, ich hasse C-Compiler-Developers nicht. Ich habe mich entschieden, in C zu entwickeln und den wirklich, wirklich die Low-Level-Dinge, die schreibe ich selbst in Assembly. Die Compiler-Entwickler, die haben nicht die Verpflichtung, uns Kryptografie-Ingenieure zu betreuen. Ich fände, es wäre schön, wenn es eine Option gäbe, in der ich sagen könnte, ja, ich will wirklich, wirklich diese Dinge tun und bitte nimm nicht an, dass, weil dieses Zeug im Speicher nach dieser Zeile nicht gelesen wird, dass du es nicht auf Null zurücksetzen musst, weil ich will diesen Schlüssel wirklich auf Null zurücksetzen. Es gibt Tricks in diesen Compilern, die man ausnutzen kann, und das ist normalerweise der Weg, den wir gehen, wenn wir einem Compiler wirklich sagen wollen, ja, wir wollen das tun, und zwar genauso. Aber normalerweise, wenn Peter und ich uns Code anschauen, dann sehen wir, ja, wir haben das getan. Das ist wahrscheinlich okay. Außer natürlich, wenn es wirklich kritisch ist, dann implementieren wir es in Assembly. Was sind deine Vorschläge dann, wenn du sagst, Leute sollten deine einzigen Krypto entwickeln? Was sagst du den Leuten? Wie kann man gucken, wenn das ein Zeitproblem gibt? Yeah. Also, ja. You can always look at the assembly codes and was man immer tun kann, ist den Assembly Code angucken und ob dort Probleme auftauchen. Die Slides, die ich euch gezeigt habe, keine Branches verwenden, keine Lookups verwenden. Wenn ihr da machen Compiler keine Fehler. Wenn ihr kein if reinpackt, dann macht der Compiler auch keinen Branch rein. Und wenn ihr keine Multiplikation ins Programm baut, dann macht der Compiler das auch nicht von selbst. Das heißt, wenn man solche Schritte vermeidet, dann ist das eigentlich nicht so ein Problem, Timing-Probleme zu vermeiden. Really good for me to say, but und das sollte ich vielleicht nicht sagen, aber
not really good es gibt viele nicht wirklich gute Implementationen, die im Internet rumgeistern. Und wenn eure besser ist als die andere, dann ist das ein Schritt nach vorn, oder? Hi. So, hallo. Was du hast gesagt, ist, wir haben keine Threshold in den Shares. Was passiert, wenn die X-Assembly-Anwendung hat mehr oder weniger Shares, als wir haben eigentlich erwartet? Ist das eine Polynomio auf eine falsche Niveau? Nein, also wenn wir zu wenig haben, dann rekonstruiert es das falsche Polynom und nimmt den tiefsten Koeffizienten dieses Polynoms und bricht dann ab. Wenn wir zu viele Anteile haben, dann lassen sich die Gleichungen einfach auflösen. Also mehr Anteile sind kein Problem, das funktioniert. Es gibt nur ein Problem, wenn man Shares doppelt hinzufügt, dann wird es mit demselben Fehler abbrechen wie im ersten Fall, wie bei zu wenigen Shares. Das ist ein Problem, das ich noch nicht lösen konnte. Noch nicht in einem guten Weg. Hallo, danke sehr. Wie nahe kommst du, dass dieses Code nutzbar ist? Ich meine, how much review it got and stuff, testing and whatever it's needed. How safe it is to use it? Wie sicher ist das, jetzt zu nutzen? So that's a really dangerous question. Das ist eine wirklich gefährliche Frage, weil wenn ich sage, es ist super sicher, dann benutzen es Leute, und wenn ich sage, es ist nicht besonders sicher, dann nutzt es keiner. Also der Aufwand, den ich betrieben habe, ich habe es gemacht, ich habe es überprüft, indem ich es selbst und andere Kryptografie-Ingenieure es angeschaut haben, die Methode angeprüft haben. Und ja, ich würde sagen, ich erwarte keine Probleme mit diesem Code. Und der Weg mit diesen Bitslice-Operatoren, den wir gegangen sind, der macht es ziemlich einfach, das richtig zu machen. And go ahead. Thank you. You were talking about optimizations, and I was. Du sprichst über Optimisieren. Field, und über diese Frage über Körper. Wenn das ist verbreitet ein bisschen weiter als deine Geheim, ist das dann nutzbar als ein Prime? Yes. Ja, aber. Modulare Reduktionen sind in how constant time tricky und gefährlich in constant time zu bauen. Also was wir machen in modularen Reduktionen in elliptischen Kurven, dann verwenden wir normalerweise diese eine konditionale Subtraktion, und die wird nur dann gemacht, wenn eine Zahl größer ist als eine andere Primzahl oder wenn sie einen Overflow produzieren würde während der Subtraktion. Das kann in Software ziemlich einfach gemacht werden, weil es dort in konstanter Zeit funktioniert. Aber es wird schwieriger, wenn unsere Primzahl nicht während dem Build der Software gebaut wurde, sondern oder auch wenn sie nicht regulär ist. Es gibt da diese Primzahl 255 minus 19, die wirklich praktisch ist, weil sie sehr einfach reduzierbar ist, weil jede Zahl, die höher ist, kann einfach zum tiefsten Glied getragen und multipliziert werden. Mit anderen Zahlen wird es aber richtig schwierig, weil wir dort eine Multiprecision-Bibliothek nutzen müssen, und das ginge nicht so einfach in Constant Time. Wie ich verstehe, die Sicherheit und die ganze Sorge ist abhängig von der Integrity und Sicherheit von dieses Rechner, und ist das möglich eigentlich zu verteilen, dieses Computation? I think that's, there are ich
threshold schemes, yes. Ich denke, es gibt Grenzwertschemata, die where you can compute these things separately, in denen man diese Dinge separat berechnen kann. In Xiaomi Secret Sharing gehen wir davon aus, dass der Computer vom Herausgeber der Zahlen vertrauenswürdig ist. Der muss ja auch das Secret beinhalten. Also wenn er das Secret beinhalten kann, dann kann er auch die Shares beinhalten. Any further questions? No. So then please, a warm applause for Dan Sprenkels. Keine weitere Frage. Wir hören gerade Applaus in dem Saal. Und Thanks. Dann verabschieden Sie auch.